Ich nichts dagegen. So, dann sucht mal. Was fehlt? Spitzhacke. Machen wir nochmal 4. Oh, das Kohle nochmal, okay. Landeinnehmer. Wird er erreichen. Sehr gut, wir können gleich die nächste Aufwertung machen. Und der hier durch ist, denke ich mal. Ach, wunderbar. Haben wir schon mal die zweite Stufe erreicht. Kohlenmine bauen. Ich gibt es ja hier noch Eisenerz, das wäre natürlich auch noch schön. Ich gucke mich erstmal schön um nach Eisenerz, ne? Das ist erstmal wichtiger für mich. Und ja, macht ihr hier noch, dann kann ich hier noch Getreidefarmen vielleicht hinbauen. Da gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Zwei Sensen und dann haben wir auf jeden Fall genug Getreide für alles hier. Ja, die Brauereien, die laufen ja jetzt auf Hochtour. Sehr gut. Und die Hammer werden noch nicht eingelagert, die werden erstmal noch benutzt. Das ist super. Schon genug Schwein hier, da ist auch schon genug Schwein. Wein ihr habt. Gold findet er noch ein bisschen. Kohle gibt es ja gerade kaum, alles klar. Gut, die Mine hat er gerade erst angefangen. Und findet natürlich auch gleich was, sehr gut. So, ich hoffe, ihr findet noch Eisenerz. Ah, Kohle. Wir brauchen schon Kohle. Oh, Eisenerz. So, hier ist auf jeden Fall alles versorgt. Das ist sehr gut. Hier bei den Brauereien sieht es auch sehr gut aus. Die sind auch versorgt. Könnt ihr hier mal einen großen Tempel hinbauen? Ja, Kohle, Kohlmine. Ja, gut, ziehen wir mal durch. Kohle kann man ja wirklich nicht genug kriegen. Okay, Krümelchen Gold, da ist nicht so schlimm. Aber Kohle wäre jetzt noch gut. Ja, kaum jetzt hier oben gerade. Schlecht. Weil wir es haben, können wir es machen. So, mit den Hammern sollte es reichen erstmal. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich finde es ja schon mal gut, dass wir so viele Edelsteine bekommen haben. Also verhältnismäßig viele. Dafür, dass er schnell ja, auf Null gegangen ist sozusagen.
Bier ist auf jeden Fall sehr viel da, so langsam. Wir kriegen die Tempel auf jeden Fall immer gefüllt. So, Spitzhacke. Und dann brauchen wir noch eine. Ich werde erstmal noch abwarten, ob die Edelsteinmine vielleicht doch noch was findet. Das wäre super. Ups. Und die Fische könnte ich auch noch an die Eisenerzmine und die Kohlmine verteilen. Also wenigstens alles oder fast alles. Brot ist auch nicht verteilt und Fleisch auch nicht auf alle. Könnte ich aber alles machen eigentlich. Wir haben ja genug davon da. So. So, so. Und so. Sehr gut. Okay, kommen die Gegner auch langsam schon ran. Dann sollte das hier reichen. Da oben könnt ihr noch mitmachen. Eine Axt fehlt. Na, bitteschön, dann kriegt ihr noch eine Axt. So, du bist auffällig, sehr gut. Wo muss es sein? Kampfkraft. Da ist noch Eisen. Oh, sehr gut. Nehme ich natürlich auch gerne. Wenn da noch ein bisschen mehr rauskommt, wäre es schön. Machen wir so. Hauptsache Eisen. Hauptsache Eisen ist dabei. Und Edelsteine kommen auch noch welche raus. Wunderbar. Wegen die Mine fördert nichts mehr. Die fördert ja anscheinend doch noch sehr viel. Für ihre Verhältnisse zumindest. So würde ich das haben. So, die machen wir hier schön fix weiter. Genau. Die Pyramide brauchen wir ein bisschen erstmal. Erstmal werden die Wohnhäuser gebaut. Damit wir genug Träger wieder haben. 42. Hier sind 4 Fässer Bier noch dran. So, dann sucht mal da. Da sind noch 2 Landeinnehmer. Was haben wir von Kohle? Okay. Könnte man noch eine Kohlenmine hinbauen? Machen wir mal. Kohle kann man ja auch gut gebrauchen. Ah. Geht überall eine Kohlenmine. Komm, geht mal hier gucken. Vielleicht findet ihr da schön was. Oh, da ist schon einer festgehangen, das ist natürlich doof. Das soll natürlich nicht passieren. So, das reicht bei euch auch. Mehr müsst ihr da nicht mehr machen. Ich reiche das auch. So. Und ihr seid damit auch entlassen. Ihr
könnt euch wieder an die Trägerarbeiten ransetzen. So, verbunden haben wir es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ah, sehr schön. Die Schmelze und die Waffenschmiede sind auch fertig. Oder die eine Waffenschmiede zumindest. Die Schmelze wird dann auch fertig sein und die Waffenschmiede auch wunderbar. Na, das läuft doch. Wo ist hier der Minenarbeiter? Ja, kommt von ganz oben wahrscheinlich irgendwo. Na egal. Warum bringen die anscheinend dahin? Also muss ja schon einer dafür sein. Den tue ich aber noch nicht. Ach da, okay. Da ist er gerade runtergekommen, alles klar. Ich werde mal noch ein paar Brauereien bauen. Konstellation ganz schön angebracht, dadurch, dass hier ja leer ist und die Getreidefarmen sich häufen hier, also mit die voller werden, werde ich mal hier noch ein paar Wasserwerke aufstellen, damit wir auch ja genug Wasser haben. So, ihr könnt noch suchen, vielleicht findet ihr noch was Schönes, was mir gefällt. So ein bisschen Eisenerz wäre ja schön. Na, Kohle. Okay, Kohlmine. Können wir auch nochmal bauen. Bitteschön. So, ihr seid durch. Ihr könnt auch aufhören. Du machst noch ein bisschen weiter. Soll ja ordentlich aussehen. Da ist noch Eisenerz, okay. So viel nun auch nicht. Dann geht man dorthin. So, wie sieht es mit den Trägern aus? 500, 600 haben wir, okay. Das ist in Ordnung. Ah, sehr schön. Hier kommen auch Soldaten. Dann werden wir die Römer als erstes beschäftigen. Die gehen mir hier doch ein bisschen zu dicht auf die Pelle. Aber das werden wir, denke ich mal, hinkriegen. Machen wir so ein Manöver. Von zwei Seiten angreifen, dann passt das schon. Haben wir jetzt Mine fördert nichts mehr? Na, warte mal ab. Da eine Kohlmine noch hinbauen. Komm, da kommt doch noch was raus bestimmt, oder? Ja. Na, seht da. Ich reiß die noch nicht ab. Ich weiß, dass da noch was rauskommen kann. Und solange da was rauskommen kann, lasse ich das stehen. Sehr gut. Dann geht es hier unten schon mal schneller und hier oben haben wir nur eine, ne? Ja. Dann bauen wir hier noch eine hin. Dann geht es hier oben vielleicht auch ein bisschen schneller. Okay, da habe ich jetzt alle. Die könnte ich auch nochmal hier rüber schicken. Ja, noch ein Diamantsack. Das
Sehr gut. Kampfkraft ist bei 67. Geht doch. Was will man mehr?